Willkommen zum Rennen hier zum großen Preis von Österreich. Diese Woche ist Spielberg 2 dran. Ich freue mich extrem, dass ihr da eingeschaltet habt. In unserer F1 2021 Megaseason geht es drunter und drüber. Neue Schwierigkeit 98 und das wird sich auch heute ein bisschen bemerkbar machen. Gestern im Qualifying war schon ziemlich eng, wirklich knappes Regen-Qualifying. Schaut oben rechts gern vorbei, da habe ich es euch verlinkt. Aber jetzt wird es auch umso spaßiger. Also wirklich, ich möchte hier um diese 4,318 Kilometer in 10 Kurven eine Sensation schaffen. 3 DS-Zonen haben wir, eine Bergauf-Bergabfahrt. Ich liebe die Strecke, nicht nur weil ich Österreicher bin und natürlich ein bisschen voreingenommen, aber trotzdem, diese Strecke ist einfach ein Träumchen. Wirklich, das ist eine der schönsten, besten, simpel, aber doch genialsten Kurven im ganzen Kalender. Und bitte seht das genauso. Also schreibt unbedingt gern euer Lieblingskurvenstreckenrennen rein. Abonniert den Channel gern kostenlos, falls ihr neu seid. Lasst doch gerne ein Däumchen nach oben da. Wir sind natürlich, das ist nicht die richtige Mega-Season-WM. Schaut auch gerne auf Instagram und TikTok vorbei. Links sind wie immer unten in der Bio. Und ja, ich möchte mich schon eingrooven ein bisschen auf F1 2021. Auf das Game. Ich habe gestern endlich begonnen dürfen, also endlich der Start ist endlich gefallen, dass wir es downloaden dürfen. Es sind 55 GB und ich freue mich wirklich extrem. Wird auch ein Tagesprojekt auf jeden Fall, ein, zwei Tage wird schon dauern bei uns, aber dann wird es auf jeden Fall hoffentlich, weiß nicht, darf man dann schon den Beta fahren? Ich weiß nicht genau. Hier haben wir die Startaufstellung, die sich dann gestern ergeben hat. Wir starten von der Pole vor Valtteri Bottas, dahinter Hamilton und Verstappen, auf 5 dann Vettel und Norris, dann Albon und Kwiat noch, bisschen narrisch, Stroll und Ocon, Ricciardo und Perez, Leclerc und Russell, Gasly und Kimi. Auf 17 haben wir dann Magnussen und Grosjean, Giovinazzi und ganz, ganz hinten Nicolas Latifi. Und das ist die Startausstellung zum großen Preis von Österreich. Leute, abonniert den Channel unbedingt gern. Und los geht's, Lights beginning to shining. Und los geht's, Lights out hier in Österreich. Unser Start war etwas besser wie letzte Woche. Auf jeden Fall. Und Norris könnte heute auch eine extreme Überraschung werden. Das Video kommt da unten, während gerade auch die Rennsession ist. Und deswegen drücke ich auch auf jeden Fall Norris die Daumen, dass er da hoffentlich einen guten Start hinbekommt. Mit dem Windschatten, zweiten Platz, mit so einem knappen Unterschied. Wirklich, habe ich ihn echt gegönnt, dass er da die Pole holt. Aber leider nichts geworden. Hamilton, Bottas und uns dreht es hier weg in Kurve Nummer 3. Das war natürlich sehr unschmuff. Ich bin da innen ein bisschen zu weit über den Körb drüber gefahren und dann war es das schon. Das war echt nicht so gut, Leute. Und natürlich ist die ganze Führungspower weg. Wir sind hier zurückgefallen vor Verstappen und Norris. Und das ist echt keine gute Position. Das Gute ist, dass Albon da ein bisschen weiter vorne ist. Der wird Hamilton etwas einbremsen. Aber ja, Bottas wird auf jeden Fall davon ziehen können. Wir wissen ja genau, wie stark die Mercedes sind. Und das wird echt sehr, sehr heikel werden. Wie gesagt, Hotlap kam vorhin schon. Wir erklären, oder ich erkläre euch, jeden einzelnen Punkt, aber dieses Mal auf klassisch. Also ihr dürftet voten auf TikTok und habt euch für den Red Bull 2010 den damaligen Weltmeister-Auto von Sebastian Vettel entschieden. Und das ist auf jeden Fall Nostalgie pur. Hier eine Runde um den ursprünglichen Österreich Grand Prix A1 Ring und jetzt Red Bull Ring zu fahren. Und ja, mit einem Red Bull über den Red Bull Ring hat auf jeden Fall was Besonderes. Wir hängen da jetzt ein bisschen hinter Albon fest, der sich ja da mit Hamilton fightet. Und hier sind wir nun dritte Runde. Wir sind hier an Hamilton dran, der echt extrem langsam aus der Kurve rauskam. Und ja, trotz DS können wir hier dranbleiben. Aber das Problem wird hier echt Albon sein. Oh mein Gott, ja. Das ist so eng. Und man weiß halt auch, die Schwierigkeit ist ein bisschen höher. Jeder Fehler könnte dazu führen, dass der hinter dir Fahrende dich auch überholt. Und das ist auch schon so ein bisschen Nervenkitzel. Also ich möchte auf jeden Fall auf der Schwierigkeit bleiben. In zwei Wochen ist ja dann noch Großbritannien dran. Auch einer meiner Lieblingsstrecken. Oder einer der Strecken, die ich etwas lieber habe. Vierte Runde, den Berg rauf. Und jetzt schaut es echt gut aus. Wir haben DS. Nur der Einzige, der kein DS hat, ist leider Alexander Albon. Der arme Hund wird hier links und rechts attackiert und von beiden überholt. Das ist echt schade für ihn. Ich meine, wir können nichts ändern dran. Aber ja, jetzt gleich direkt Hamilton. Wir müssen eigentlich in den Vormarsch gehen. Bottas schon fast 3 Sekunden weg und das schaut auch gut aus für den ersten Moment. Wir können hier außen uns dran hängen. Oh mein Gott, aber schaut mal, wie psychopathisch der da drauf bleibt, Alter. Ich meine, das ist natürlich sein gutes Recht von Hamilton, dass er da drauf bleibt. Aber wir bleiben jetzt
jetzt drauf, hier in Kurvennummer, das sollte 6-7-7 sein, nein 6, sorry, das ist 7-8, in Kurve 6 bleiben wir drauf und das heißt es nur, bitte, 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 dass der da jetzt nicht perfekt aus der Red Bull Mobile Kurve rauskommt. Vorletzte Kurve, gut genommen, bleibt trotzdem natürlich knapp dran, letzte Kurve, auch sehr gut genommen, bisschen zu weit drüber gekommen trotzdem, alles in Ordnung, lila im ersten Sektor, nur grün, das hat doch keine schnellste Rennung gegeben. Und ja, ich merke auch, wir kommen da nicht ordentlich dran an Bottas. Deswegen eine Runde so, okay, passt, eine Runde. Deswegen gehen wir in die Box rein. Sehr, sehr spät gebremst, wirklich fast auf diese, auf das KMH genau bei der Linie gebremst. Ich habe die volle Zeit rausgeholt. Team haut alles raus, was geht. Beim Boxenstopp von 2,8 Sekunden war es jetzt nicht das Maximum. Wir haben eher auf Safety gemacht. Das wäre auch cool in Formel 1, wenn man dann so ein bisschen einen, ich meine, das wäre jetzt nicht cool, aber es wäre halt realitätsgetreu, wir werden hinter der kleinen Gruppe, hinter Kimi rauskommen. Das ist auch gut, dass wir in einer kleinen Lücke rauskommen, aber ja, das ist jetzt, ja, eher so semi-gut. Gut, aber wie gesagt, das wäre auch cool, wenn man dann, wenn die Box so ein paar Fehler machen würde, aber ich glaube, das wäre jetzt nachher nicht simulationsgetreu. So, hier direkt mal an Giovinazzi, das war nicht Kimi, sorry, an Giovinazzi bei Leclerc, ganz enttäuschend auf 12, ich glaube, da dürfte irgendwas nicht hingehört haben, jetzt auch im Windschatten an Kvyat dran und das sollte eigentlich auch vorbei. Wir müssen hier echt schleunigst durch, wir hätten eigentlich ein, zwei, vielleicht zwei Sekunden und dann wären wir vor Norris rausgekommen in diesem Loch. Und das wäre halt optimal gewesen. Jetzt müssen wir halt hier leider uns ein bisschen nach vorkämpfen, hoffentlich. Kostet uns das nicht viel zu viel Zeit. Die beiden Mercedes an der Spitze fahren Gott sei Dank weiter. Das bedeutet, die eine Runde, die wir hier ja jetzt ein bisschen verloren haben an Giovinazzi, an Kvyat und jetzt natürlich auch an Gasly, der uns hier vehement nicht vorbeilässt, die werden wir uns hoffentlich in der nächsten Runde wieder gut machen können. Hier wunderbar Windschatten, DRS und natürlich die viel frischeren Reifen. Reicht auf jeden Fall, dass wir den wenigstens hier in Kurve 1 überholen können. Und nächstes Überholmanöver ist auf jeden Fall hier Norris. Der ist auch knapp nur eine Sekunde weg. Also das könnten, ja, wir fliegen da auf jeden Fall ins DS-Fenster rein. Der Detection Point ist ja, glaube ich, nur 5-6 Meter vor der Kurve Nummer 3. Doch nicht. Wir waren genau am Detection Point anscheinend draußen. Also wir waren nur für einen Hauch auf eine Sekunde und das war dann wahrscheinlich der Hauch, wo es kein DS gibt. Das wird jetzt echt schon knapp. Also das, mit dem habe ich nicht gerechnet. Es war natürlich jetzt nicht so optimal, dass wir da kein DS bekommen haben. Das hätte uns nämlich auf jeden Fall komplett natürlich an Norris vorbeigeschossen. Aber jetzt müssen wir uns hier anscheinend an ihm vorbeikämpfen. Wenn er nicht, da war ich echt sehr komisch aus der Kurve raus. Wenn er nicht, doch, ich glaube, der täuscht sogar die, oder, nein. Geht nicht in die Box. Der fährt noch eine Runde weiter. Und da gehen die ersten in die Box. Wir haben schon den Ferrari abbiegen sehen. Das ist natürlich gut. Hier auch ein viel zu weit rauskam. Natürlich auch mit ein bisschen Wut im Bauch. Ich glaube, Hamilton ist auch in der Box. Das werden wir gleich sehen, wenn wir dann um die erste Kurve biegen. Nein, hier kommt keiner raus. Gott sei Dank. Also Bottas sollte noch nicht in der Box gewesen sein. Jetzt hier auch im Windschatten gegen Lando Norris. Das sollten wir eigentlich schaffen. Zack, rauf hier den Berg. Wer bremst später? Ja, wir. Und da darf uns Norris auch nicht, zu spät sogar gebremst. Trotzdem hat der Norris jetzt, natürlich will er da, glaube ich, auch nicht zurückstecken. Er hat auch kein DS, weil ich so spät gebremst habe, dass ich dann noch das DS bekommen habe, weil ich ja ein bisschen weiter hinten war. Wie gesagt, mein Tipp fürs Qualifying ist auf jeden Fall, auch wenn es gestern ein bisschen anders aussah, die Mercedes werden auf jeden Fall zurückkommen. Es war ja eine Tausendstel-Schlacht gestern und Norris hat sich ja letzte Woche schon vorne nicht halten können und deswegen glaube ich auch, dass sich diese Woche Norris nicht vorne halten werden kann. Ich denke mal, der wird beim Start, Perez ist ja auch wieder vorne, das wird schwierig. Also wenn Perez dann einen guten Start hat, dann könnte es morgen echt einen Doppelsieg für Mercedes, für Red Bull geben. Ich habe nämlich getippt, jetzt wird es ganz knapp. Wir sind gleichzeitig reingefahren, Bottas und ich, und schaut euch das mal an. Wir sind gleichzeitig hier aufeinander getroffen. Nebeneinander müssen wir uns hier den Berg raufschlingeln. Erinnere mich ähnlich wie Rosberg Hamilton 2016. Aber mit dem besseren Ende jetzt mal. Oh, wir sind viel besser rausgekommen, weil wir Game Ramp fand. Ich weiß auch nicht, warum sich Bottas hier die Weißen gegönnt hat. Das war absolut unnötig. Also er fährt am spätesten von allen rein. Und hier jetzt nebeneinander geht's auch in Kurve Nummer 5. Jetzt nehme ich ein bisschen mehr Schwung für Kurve Nummer 6. So, aber jetzt reicht's. Genau so ein ähnliches Überholmanöver wie gegen Hamilton. Wir können uns hier verteidigen gegen
Valtteri Bottas, der hier echt eine blöde Reifen mal getroffen hat. Also mich wundert es echt, warum sich der weiß genommen hat. Um auf das Thema zurückzukommen, natürlich, wir sind in der 17. Runde, Leute. Und jetzt haben wir echt, Bottas war knappe 3 Sekunden das ganze Rennen weg. Und jetzt ist er einfach ausgeschieden. Also das ist jetzt, glaube ich, jetzt ist leider ein einfacher Win. Aber wir mussten auch bis zu dieser Position kämpfen. Und wir wussten natürlich am Anfang auch nicht, dass wir da vielleicht noch ein Plätzchen geschenkt bekommen. Also wir haben uns alles hart erkämpft. Und wie gesagt, mein Tipp war eigentlich letzte Runde hier, Leute. Da ist auch Bottas, der jetzt komplett draußen ist. Erste Kurve hier, wunderbar. Die Niki Lauda-Kurve, eine schöne Kurve. Auch sehr wichtig, weil wenn man die gut schafft, dann ist eigentlich der erste Sektor schon lila. Und wie gesagt, mein Tipp fürs Rennen heute ist auf jeden Fall, oder war, dass Verstappen das Rennen gewinnt vor Hamilton und Bottas, weil er das auch letzte Woche schon gut geklappt hat. Aber das kann ich mir, glaube ich, aufzeichnen. Oder das wird, glaube ich, nicht so werden, weil das Qualifying war so unerwartet. Jetzt rechne ich eher mit Red Bull Power. Ich glaube nicht, dass der kleine Nori davon mithalten kann. Wenn, dann auch nur als Dritter. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass Verstappen vor Perez und, sagen wir mal, das Spannende wird und Bottas ins Ziel kommt. Also, oder vielleicht sogar Norris. Nein, Norris. Ich glaube nicht, dass Norris mit dem McLaren, der ist jetzt nicht so verdammt stark, als dass ich da mithalten kann. Was ist euer Tipp? Schreibt ihn unbedingt gerne unten in die Kommentare. Und wir gehen hier in die letzte Kurve rein. Hamilton hat ordentlich aufgeholt. Der hat da uns fast eine Sekunde in der letzten Runde abgeknöpft. Ich bin jetzt auch nicht mehr auf Vollattacke gefahren oder so. Ich wollte natürlich auch, jetzt nicht übertreiben. Das Auto so ein bisschen, überfahren. Wie es so gut heißt. Und ja, deswegen, wir gewinnen ganz souverän hier, auch dank dem Ausscheiden von Valtteri Bottas, weil uns das ein bisschen den Druck genommen hat, das Rennen. McLaren kann sich freuen, unser Teamchef hier, Andreas Seidel, aber der kommt noch. Also, echt, war ein mega Rennen hier, alle drei Marken feiern, McLaren, dann haben wir Mercedes und auch Red Bull, also diese drei Hauptmarken, die sich auch ja dieses Jahr um den ersten Platz kämpfen oder um die Konstrukteurs-WM kämpfen, die sind auch dabei. Ferrari finde ich auch noch nicht so, dass die auch so jetzt mitkämpfen können. Letzte Woche haben wir auch gesehen, Ferrari war gut, aber ich glaube jetzt nicht, dass Ferrari dieses Jahr, sagen wir mal, um die Top 3 in der Konstrukteurs-WM mitkämpfen wird. Also es wird auf jeden Fall der epische Fight zwischen Mercedes und Red Bull werden, aber solange Bottas da jetzt nicht in der Spitzenposition mitfahren kann oder solange halt, Verstappen jedes Rennen gewinnt und die Mercedes nicht Zweiter und Dritter werden, wird es echt knapp werden. Weil wenn Mercedes Zweiter, Dritter wird und dann Perez auch wieder Vierter, dann wird es echt schwierig, dass Mercedes da überhaupt Boden gut macht. Rangordnung, ich finde, wir gehen jetzt von der Mercedes-Ära wieder direkt in die Red Bull-Ära und das ist auch so ein bisschen langweilig. Also ich dachte mir, das wird ein echt extrem spannender Fight an der Spitze um den Win. Hat doch die ersten paar Rennen so ausgesehen, aber jetzt sieht es echt komisch aus. Großartige Leistung da draußen. Ich nehme an, Sie sind recht zufrieden damit. Wie geht es Ihnen nach diesem Sieg? Nach letzter Woche läuft es um einiges besser, oder? Ihr Team ist angesichts ihrer Leistung sicher völlig außer sich. Aber ja, abonniert den Channel gern kostenlos für mehr Renn-Action. Was alles gestern passiert ist, morgen in einem ausführlichen Recap, kann ich euch versprechen. Circa 12 Uhr wird es online kommen. Schaut unbedingt gerne auf YouTube vorbei. Schaut auch gerne auf TikTok vorbei. Alle Links sind wie immer alle unten in der Bio. Und vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Falls ihr die Strecke genau erklärt haben wollt, ist auch die Hotlap vorhin gekommen. Bis dahin, morgen oder später. Und ciao. Danke fürs Zugucken und ciao.